Befragung wird durch einen Anruf von Elkins Ehefrau unterbrochen. Elkins bittet die Ermittler zu gehen und sagt, dass er mit ihr allein sprechen möchte. Das ist privat, dass sie hier gehen müssen. Nachdem er uns gebeten hatte zu gehen, sagten wir, dass wir das tun würden. Ich erklärte ihm, dass ich keine Zweifel hätte, dass er in die Sache verwickelt ist. Ich stand auf, stellte mich direkt vor ihn und sagte, wir gehen jetzt, Mr. Elkins. Aber wir wären mit einem Durchsuchungsbeschluss wiedergekommen. Und dann nehmen wir den Blutdruck und vergleichen es mit dem Blut des toten Babys aus dem toten Mädchen. Ich komme zurück und verhafte sie wegen Mordes und stecke sie für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis. Er nickte und machte die Tür auf. Als die Polizei gegangen ist, um den Durchsuchungsbeschluss zu bekommen, kauft Howard Elkins sich eine Schrotflinte und Munition. Howard Elkins wird in der Garage eines Nachbarn von der Polizei und seinem eigenen Sohn entdeckt. Zwischen seinen Beinen liegt die Schrotflinte, mit der er sich selbst in den Kopf geschossen hat. Der 70-jährige ehemalige Leiter der Kunststofffabrik hinterlässt keinen Abschiedsbrief. Nach dem Selbstmord nehmen die Ermittler von Howard Elkins eine Blutprobe und schicken sie an LabCorp, ein DNA-Testlabor in North Carolina. Wenn wir die Vaterschaft ermitteln wollen, suchen wir nach gemeinsamen DNA-Fragmenten zwischen Kind bzw. Fötus und dem möglichen Vater. Und zwar in jedem DNA-Abschnitt, den wir testen. Im Fall des Fötus aus der Tonne ist dieser Test allerdings nicht einfach. Nach 30 Jahren befinden sich die Gewebeproben des Fötus in einem schlechten Zustand. Die Technik der Polymerasenkettenreaktion, kurz PCR, erlaubt den Wissenschaftlern jedoch, kleinste DNA-Spuren zu vermehren.